Ja, dann muss man die 80.000 mit 9 multiplizieren und dann kommt man auf 720.000 Euro. Mhm. Wenn ich die miteinander vergleiche, dann ist das ungleich. Da liegt nämlich eine halbe Million dazwischen. Ja. Und für diese halbe Million, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, bin ich bereit, auch wirklich tagtäglich, wöchentlich auf die Charts zu schauen. Naja, das Ganze ist ja ein Politikum. Und wenn man mal guckt, wem er alles über die Jahre gespendet hat, ja, dann geht es wahrscheinlich nicht nur darum, dass der ein oder andere Kollege von FTX oder Alameda dann mit in diesen Sog gezogen wird, sondern wahrscheinlich auch einige andere, die die Hose runterlassen müssen und mal sagen müssen, okay, so viel habe ich bekommen. Es wird spannend, ob Gerechtigkeit da siegt. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Interview. Und was die Achterbahnfahrt oder besser gesagt die Zerreißprobe der Nerven der Marktteilnehmer im Kryptobereich angeht, wurde doch der ein oder andere Test zuletzt durchgeführt und auf die Probe gestellt. Mittlerweile gibt es wieder eine Tendenz oder besser gesagt eine Richtung. Und ob das digitale Gewitter tatsächlich jetzt vorübergezogen ist, welche Neuigkeiten es aus dem fundamentalen Bereich gibt und natürlich auch, wie es sich bei den Charts entwickelt hat, was Bitcoin und Co. angeht, darüber spreche ich in den nächsten Minuten mit Oliver Michel von Tokentos. Schön, dass Sie da sind, Herr Michel. Hallo. Ich weiß, dass wir uns beim letzten Interview darüber unterhalten hatten, dass Ihre Zuckerzufuhr in Form von Schokolade doch gestiegen ist, einfach um die Nerven zu beruhigen. Und die letzten Wochen haben das ja tatsächlich auch hergegeben. Hat sich das wieder etwas optimiert und angepasst? Ja, ich hatte mir ja vorgenommen, weniger Zucker zu essen, aber der letzte Montag, Dienstag, hat dann dazu geführt, dass jede Menge Gummibärchen und eine Tafel Schokolade dran glauben mussten. Aber es ist genauso, wie Sie das eingeleitet haben. Ab Dienstag hat sich die Woche insgesamt sehr positiv entwickelt in allen Werten, die wir so beobachten, in den Charts. Das gilt für den Dow, für den Bitcoin und auch für unseren XRP. Also die Anzeichen für die Fortsetzung einer Bewegung nach oben waren deutlich zu spüren. Es sind Anzeichen, erste kleine Schritte, aber in die richtige Richtung. Diese Schritte wollen wir uns natürlich auch anschauen. Wir hatten ja gerade schon angesprochen, doch die ein oder andere Schwankung gesehen, mitgenommen, ausgehalten tatsächlich. Und wir hatten auch in den letzten Interviews immer wieder den Dow Jones zu Rate gezogen als, naja, sagen wir mal Vorreiter. Was hat sich denn hier aktuell getan? Wir nehmen den Dow Jones, ich kann das immer nur wiederholen, mit, weil die ganze Geschichte steht und fällt wie immer mit der Liquidität. Wenn keine Liquidität in den Markt geht, dann gehen auch keine Preise nach oben und eine allererste Adresse für Liquidität sind natürlich die großen Indizes und da allen voran der Dow, den wir hier sehen, rechts in der Tagesdarstellung. Hier sieht man wie immer der einjährige Kampf um das 702er Retracement und den Kampf scheint der Dow zu gewinnen. Man sieht das hier in dieser Spitze. Es war eine sehr positive Woche, wie gesagt. Der Freitag war doch noch sehr rot, aber das hat etwas mit dem Verfallsdatum von Optionsscheinen zu tun und da ist in aller Regel immer sehr viel Unruhe im Markt. Aber man sieht hier sehr schön die Aufwärtsbewegung vom Dow. Wir hatten ja gesagt, eine Aufwärtsbewegung ist gekennzeichnet durch higher low, higher low, higher low, higher low, higher low. Also man sieht diese Regel auch hier, man findet sie hier wieder. Und ja, die ganze Geschichte spitzt sich jetzt zu, in der Hoffnung, dass es nach oben geht. Aber mit dem Blick auf die linke Seite sieht man auch nochmal abgetragen die komplette Entwicklung seit 2008 und wo wir uns aktuell mit dem rechten Bild befinden. Also ganz, ganz weit oben. Und wir werden ja nochmal etwas detaillierter darauf zu sprechen kommen. Die Luft hier oben nach dieser Bewegung, die wird sehr, sehr dünn. Wenn die Luft hier dünn wird, dann wird sich das sicherlich ja auch beim Bitcoin. Das war schon das ein oder andere Mal brenzlig. Sie hatten den Vergleich eines Anstiegs auf einen Gipfel schon mal herangezogen. Es geht noch ein bisschen nach oben, aber auch nach unten ist der Weg durchaus zu sehen. Was hat sich denn beim Bitcoin getan? Sie hatten schon gesagt, Dienstag war noch mal holprig und dann wurde es etwas gemächlicher. So ist es. Auch hier starten wir heute mal den Blick auf die rechte Seite mit der Tagesdarstellung. Hier sieht man den Übergang von Montag auf Dienstag. Also es war sehr brenzlig, denn hier wurde beinahe ein neues Lower Low geschrieben. Aber zum Glück hat er sich über dem alten
Higher Low gehalten und damit ein neues Higher Low geschrieben. Im Laufe der Woche hat sich die ganze Geschichte, wie man hier sieht, dann sehr positiv entwickelt. Und da besteht natürlich ganz klar die Hoffnung, die Range, die wir immer wieder beschrieben haben, ist da. Nach oben, nach unten, nach oben, jetzt nach unten und damit möglicherweise in Verbindung mit einer Aufwärtsbewegung des Dows geht auch unser Bitcoin dann ganz gemächlich hier hoch und geht hier drüber. Ganz klare Aussage mit dem Ziel. Das ist die Bewegung, die wir hier in der Spitze sehen, mit dem Ziel 702 Retracement. Das ist unser erstes Zwischenziel. Und wenn er hier in Wellenbewegungen angelangt ist, dann schauen wir weiter. Ich möchte dieses linke Bild noch ganz kurz, weil es sieht etwas anders aus, obwohl es die Wochendarstellung ist als sonst. Das ist diesmal die Bitstamp-Darstellung nicht logarithmisch. Das heißt also linear. Und hier sieht man ganz andere Verwerfungen von oben nach unten. Und ich möchte an dieser Stelle einfach mal ein paar Dimensionen aufzeigen, die wir uns für die nächsten Seiten merken sollten. Von hier unten, vom Low bis zum High, hatten wir 2100% Anstieg. Und vom High bis zum Low hatten wir 77% Verlust. Das sind die Dimensionen, in denen wir denken, wenn wir über einen Bullrun mit einer anschließenden Korrektur sprechen. Im Moment sieht es so aus, dass wir uns weiter auf dem Weg nach oben befinden und das Ziel 702 anstreben. Da bin ich sehr positiv, da bin ich nach wie vor bullisch. Dann schauen wir mal, wie bullisch Sie bei XRP, bei Ripple sind. Hier haben wir natürlich auch wieder das Chartbild, den Ausbruch nach oben und mittlerweile ja, so ein bisschen das Trödeln, möchte man fast sagen, oder? Die, die uns regelmäßig zuschauen, wissen, wo wir sind. Wir haben die Range blau und rot, 53 US-Cent 42, 20% Spannbreite mit oben, mit unten, mit oben, mit unten, mit unten, mit oben. Und wir befinden uns jetzt hier am Tiefpunkt. Und in der letzten Woche hat unser XRP-Coin sich leicht nach oben bewegt. Und hier sieht man, dass der Weg zum oberen Rand der Range etwas kürzer ist als beim Bitcoin. 3 Cent. Wir bewegen uns im Moment da, wo wir oftmals waren, nämlich auf dem Level von 50 US-Cent. Ich gehe davon aus, dass er sich in Richtung blauer Linie bewegt und hoffe natürlich in Verbindung mit DAO, in Verbindung mit Bitcoin, dass auch unser XRP sich entsprechend über diese blaue Markierung hinwegsetzt und dann weiter nach oben durchstartet. Wie weit, kann ich nicht sagen, aber im Gegensatz zum Bitcoin wird es mit Sicherheit eine deutlich bessere Performance sein. Dann lassen Sie uns ein kurzes Fazit ziehen nach diesen charttechnischen Betrachtungen. Wir hatten jetzt gesehen, dass ein leichtes Aufatmen zu spüren ist. Die große Frage ist natürlich, wie nachhaltig ist das? Oder kann hier noch die ein oder andere böse Überraschung warten? Das letzte Interview hatten Sie überschrieben mit, das Eis wird dünn. Ja. Das Eis war dünn, es ist nach wie vor dünn, es hat geknirscht, es hat sich jetzt ein bisschen verfestigt, es ist wieder dicker geworden, es trägt uns hoffentlich. Und wie gesagt, die Anzeichen sind da, der Dow ist über dem 702er, der Bitcoin hat ein Higher Low geschrieben und der XRP pendelt sich wieder bei den 50 US ein. Es kehrt also Normalität ein und mit der Hoffnung, dass es nach oben geht. So wie unser Plan, den wir seit 16 Interviews mittlerweile immer wieder propagieren. Ein Plan, auf den wir ja heute auch mal ein bisschen näher eingehen wollen. Genau, Pläne, Sie haben sind hier drei Aspekte, die Sie dabei beleuchten bei diesem Plan. Und Sie haben es schon gesagt, wir haben natürlich viele Zuschauer, Gott sei Dank, die Ihren Plan sicherlich schon kennen. Aber trotzdem kommen ja auch immer wieder neue dazu. Und deshalb wollen wir diese Struktur noch mal komplett durchgehen, wie Sie sich da gezeichnet haben. Also der Plan ist ja das Ergebnis. Also wir gucken auf den 702er Retracement, wir gucken, dass wir ein Higher Low haben, wir gucken, dass wir aus der Range rauskommen. Aber warum machen wir das? Und dieses Warum ist gekennzeichnet durch diese drei Aspekte, auf die ich achte, wenn ich über, ich sage jetzt ganz klar, meinen Plan spreche, weil jeder kann sich auf der Basis der Chartbetrachtungen hier oben seinen eigenen Plan zusammenzimmern, seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen.
was völlig legitim ist. Genauso wie ich für mich beanspruche, dass es legitim ist, dass ich meinen Plan habe, den ich hier zum Besten gebe. Diese drei Aspekte wollen wir uns etwas näher anschauen. Es geht natürlich darum, wie man sich verhält, dass man nicht einfach nur reingeht und sagt, so, ich sitze jetzt die ganze Nummer aus, sich das ein oder andere Interview anschaut, aber nicht reagiert. Das heißt, es geht natürlich, Sie haben es gesagt, ich fasse es jetzt mal in meine Worte, es geht natürlich darum, Sie sind bullisch eingestellt, was Bitcoin und Co. angeht, aber man muss auch immer ein kleines bisschen anpassen. So ist es. Wir hatten potenziellen Investoren ja den Rat gegeben, Variante 1, kauf jetzt einfach die Top 5 Kryptos, 20% auf jeden, lass 7-8 Jahre liegen und freu dich. Also durchhodeln, einfach Augen zu und durch, halten und durch. Dann braucht man natürlich keine Charts beobachten, so wie wir das jetzt hier in unserem Themenblock 1 immer tun. Warum wir die Charts so betrachten und warum wir immer vorsichtig auf die Punkte achten, an denen es runtergehen könnte, hat etwas mit dieser blauen Spalte zu tun. Und ich habe hier mal versucht zusammenzufassen, warum ich so denke. Das hat am Ende des Tages etwas mit Euros zu tun. Überraschung. Und es geht um die beiden Varianten, durchhoddeln oder ein optimales Hoddeln. Ich hatte das schon mal beschrieben, auf dem Weg nach oben dabei sein, weitestgehend, also die Entwicklung nach oben mitnehmen, aber auf dem Weg nach unten versuchen, weitestgehend nicht dabei zu sein. Was bedeutet jetzt auf dem Weg nach oben, auf dem Weg nach unten? Ich habe das mal nur für den Bitcoin bezogen auf die letzten beiden großen Phasen, Bullrun, Korrektur, zusammengefasst. Beim letzten Bullrun hatten wir, wie eben beschrieben, die 2100% mit 77% Korrektur, also von Low to Top und von Top to Low. Und bei dem Bullrun mit der Korrektur davor, also 15 bis 19 Weg nach oben, und dann hatten wir 9600% und 83% Korrektur. Nur einfach mal, um ein paar Zahlen im Hinterkopf zu haben, über die wir reden. Schauen wir uns das mal ganz konkret in Euros an. Wenn einer ein Depot hat von 100.000 Euro und wir befinden uns in der Spitze, wirklich in der Spitze der Bewegung, der Bitcoin ist ganz oben und er guckt in sein Depot und liest dort, ich habe einen Depotwert von 100.000 Euro, und er hoddelt einfach durch und sagt, ich lasse es einfach laufen, guckt dann in 7-8 Jahren wieder drauf und hat bei dieser Abwärtsbewegung einen Verlust von 80%. Was ist wirklich nichts Außergewöhnliches ist, weil das sind die Bewegungen, Abwärtsbewegungen. Was aber schon wehtun kann. Ja, dann, wenn er am Low angekommen ist, hat er genau 20.000 Euro Depotwert. Kein Problem, er guckt ja nicht drauf, er hodelt durch. Für den Fall, dass wir dann, ich sag mal, nur 10x haben, also 1000% steigen, was relativ zu den beiden letzten Steigungen sehr, sehr defensiv kalkuliert ist, dann hat er bei 1000%, also mal 11, 220.000 Euro am Ende dieser Bewegung runter und wieder hoch. Von 100 auf 220 ist schon ordentlich. Ist okay. Mhm. Wie sieht die Alternative aus, die wir versuchen hier einfach zu leben? Wir wollen ein bisschen optimierter an die Sache rangehen. Optimierter im Sinne von besser hat natürlich auch etwas mit individueller Betrachtung zu tun. Auch hier wieder der Start mit den 100.000. Für den Fall, dass wir beim Weg nach unten rausgehen, den Ausstieg vielleicht nicht ganz optimal packen. Das heißt also, der Bitcoin steigt über die Spitze, man wartet noch und wartet und wartet, aber dann ist er 20% gefallen und dann verkauft man. Dann bleiben 80.000 Euro im Depot. Und man guckt zu, wie der Bitcoin die restlichen Bewegungen nach unten macht. Und dann möchte man natürlich wieder rein. Auch da der ideale Einstieg, man kommt nicht immer optimal rein. Auch hier gilt, man hat vielleicht die ersten Prozente verpasst und macht nicht wie er hier im Idealfall, weil er drin geblieben ist, seine 1000%, sondern nur 800%. Nur 800%. Ja, dann muss man die 80.000 mit 9 multiplizieren und dann kommt man auf 720.000. Euro. Mhm. Wenn ich die miteinander vergleiche, dann ist das ungleich.
Da liegt nämlich eine halbe Million dazwischen. Ja. Und für diese halbe Million, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, bin ich bereit, auch wirklich tagtäglich, wöchentlich auf die Charts zu schauen, um rauszukriegen, wo könnte es gefährlich werden und wo könnte ich idealerweise, und an dieser Stelle wird eigentlich die Performance gemacht, wo muss ich raus, um 60-70% Performanceverlust einfach abzufedern, nicht dabei zu sein. Und das ist der Grund, weswegen wir bei der ganzen Geschichte so intensiv auf die Charts schauen und lieber ein bisschen übervorsichtig sind. Und das ist nur der Bitcoin. Ja, die Altcoins haben hier noch ganz andere Werte. Und wenn Sie das Ganze nicht mit 100.000 Euro machen, sondern mit 1 Million, die Sie im Pott haben, dann multipliziert sich das alles mit dem Faktor 10. Und da kann es dann schon mal ganz interessant sein, drauf zu gucken und sich zu überlegen, hoddelt man einfach durch oder versucht man das Ganze ein bisschen zu optimieren? Ich bin mir sicher, dass es bei 100.000 Euro schon knackig ist und dass vielleicht nicht jeder die Millionen da reinsteckt. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich hier diese halbe Million Differenz ein ordentliches Brot, was man lieber mitnehmen möchte. Ganz grob gerechnet, aber zeigt auf, in welchen Dimensionen sich die Ergebnisse unterscheiden können. Und das ist nur ein Zyklus. Wenn Sie sich vorstellen, dass wir 7-8 Jahre dabei bleiben und 2 solche Zyklen mitnehmen, dann müssen Sie das Ganze entsprechend durchrechnen und dann wird die Schere noch weiter aufgehen. Aber man muss natürlich auch immer schauen, wann. Sie haben hier schon mal gesagt, okay, man kommt nicht immer optimal raus und man kommt auch in der Regel nicht immer optimal rein. Aber damit man spürt, wann die Luft dünn wird, muss man natürlich auch immer genau hinschauen. Was sind denn so die Anzeichen, wenn die Luft dünn oder dünner wird? Ganz kurz nur, das ist hier wirklich großzügig gerechnet. Also ich habe beim 2018er Weg nach unten, da lag ich deutlich besser als diese 20%. Also man muss drauf schauen und das machen wir. Das zeigt im Prinzip das nächste Bild, das wir ja eigentlich auch schon immer wieder mitnehmen. Links der Dow und rechts unser Bitcoin. Und das ist jetzt meine ganz persönliche Interpretation der Situation. Selbst wenn ich mich an dieser Stelle jetzt oute hinsichtlich dessen, was ich glaube, was passiert. Hier nochmal der Weg des Dows von hier zu dem Hochpunkt, dann durchlaufen wir das Retracement und ich gehe davon aus, wie im vorletzten Interview gesagt, dass für den Dow bei 40 bis 42 Ende der Fahnenstange ist. Das heißt, wir haben von hier, wo wir uns gerade befinden, bis hier hoch noch ungefähr 15-20%. Das ist, wenn man das betrachtet, nicht viel. Also die Luft für den Dow wird, wenn man sich das hier anschaut, schon sehr dünn. In der Zeit, in der der Dow diese 15-20% macht, könnte der Bitcoin seinen Weg hier hoch zum 702er machen. Wir befinden uns im Moment bei 26. Ich gehe davon aus, dass er auf 52 hochgeht. Wir sprechen hier von 100%. Das lohnt es sich mitzunehmen, anstatt zu sagen, oh, da gehe ich am besten mal raus, weil die Luft schon sehr dünn ist. Das bedeutet an dieser Stelle, das sind die markanten Punkte, auf die ich im Moment achte. In dem Moment, in dem der Dow, dem die Puste ausgeht, so wie wir es auf der Folie beschrieben haben, und korrigiert und richtig korrigiert nach einer solchen langen Aufwärtsphase, sicherlich nicht in einem Weg nach unten, sondern in der ABC, heißt das für den Bitcoin, und ich gehe immer davon aus, dass das Maß aller Dinge die Liquidität ist, wenn das passiert, wird dem Markt grundsätzlich die Liquidität entzogen und damit auch diesem Markt, und dann wird der auch fallen. Und dann kann es durchaus sein, dass er fällt bis in den vierstelligen Bereich. Und in diesem Weg nach unten möchte ich im Sinne des voran beschriebenen Aspekts nicht dabei sein. Und deswegen ist unser Plan, sieht vor, ja, wir sind bullish. Überhaupt gar kein Thema. Bullish bis hierhin. Wenn es drüber schießt, wunderbar. Dann freue ich mich, wenn ich mich geirrt habe. Aber für den Fall, dass er da abprallt und man sieht hier diese Zeitgleichheit, die sich entwickeln könnte, dann möchte ich nicht dabei sein. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil gerade was den Bitcoin angeht, wir haben so viele tolle Nachrichten. BlackRock steigt ein, die Spot-Bitcoin-ETF, wir haben über die Dimensionen gesprochen, wir haben das Halving im April nächsten Jahres, wir haben die Präsidentschaftswahl in den USA, das sind immer gute Jahre. Also es kann durchaus sein, dass es hier ein bisschen drüber schießt und dass wir hier auch einen Schuss drüber sehen. Will ich gar nicht ausschließen.
Aber für den Fall, dass unser Dow korrigiert, massiv korrigiert, wird sich unser Bitcoin und damit die Altcoins nicht entziehen. Ich habe das meinem Aufsichtsrat schon im Januar diesen Jahres in einer Aufsichtsratssitzung mitgeteilt, dass das meine Markteinschätzung ist. Auch meinen Aktionären in der Hauptversammlung im Juli habe ich das mitgeteilt. Das ist meine Sicht auf die Dinge und auf das bereite ich mich vor. Dahingehend, dass ich auf dem Weg mit den Besitztümern einer Tokentos und auch privat nicht verlustig gehen möchte. Wenn dem Bitcoin die Luft ausgeht, wir hatten jetzt zwei Aspekte der drei, die Sie angesprochen hatten, besprochen und wir hatten die zwei Möglichkeiten, durchziehen, nicht draufschauen beim Hodeln. Nochmal ganz kurz für die Zuschauer, Hodeln ist kein Buchstabendreher unsererseits, sondern mittlerweile ein fester Begriff in der Bitcoin, in der Kryptoszene. Es kommt aber tatsächlich von einem Buchstabendreher, es heißt eigentlich Hold und da ist einem tatsächlich mal vor mehreren Jahren dieser Switch passiert und mittlerweile ist das dieser feste Begriff. Es gibt sogar T-Shirts und Hoodies. Ich habe schon überlegt, ob ich Ihnen mal so einen mitbringe. Vielleicht zu Weihnachten. Aber das wollte ich nur ganz kurz nochmal nicht, dass es heißt, was haben die denn da? Aber ich glaube, unsere Zuschauer wissen das. Wir hatten jetzt darüber gesprochen, ob man durchhodelt, optimiert hodelt, welchen Bezug der DAO zum Bitcoin hat. Wie vorsichtig man sein muss. Dass es tatsächlich eine Grenze gibt, nach oben ein Deckel. Und was man dann macht. Sie sagten gerade, da möchten Sie nicht dabei sein. Das kann ich verstehen. Ich glaube, das möchte keiner, der investiert ist. Aber wenn dem Bitcoin die Luft ausgeht, dann ist der dritte Aspekt, auf den man achten muss. Ja, der dritte Aspekt. Wir haben ja jetzt den DAO. Dann haben wir hier unseren Bitcoin. Und wir nehmen ja immer die Altcoins im weitesten Sinne mit. Wie die beiden hier zusammenhängen, das haben wir jetzt beschrieben. Geht ihm die Luft aus, muss man bei ihm vorsichtig sein. Bevor er sich dann dranhängt, kann es sein, dass er nochmal nach oben durchschießt. Frage ist, was machen die Altcoins? Mhm. Und das ist jetzt der dritte Aspekt, auf den ich eigentlich ziemlich genau schaue. Und zwar stellt sich die Frage nach einer Altcoin-Rallye. Wenn der Bitcoin, der schießt nach oben und was machen die Altcoins? In aller Regel gibt es ja zeitversetzt zu dem Schuss des Bitcoins nach oben eine Altcoin-Rallye. Wie ist das zu motivieren? Die Antwort ist, wenn Anleger der Meinung sind, der Bitcoin ist schon weit genug gelaufen, da kann ich eigentlich nichts mehr rausholen, dann switchen sie mit ihrer Liquidität, dann gehen sie aus dem Bitcoin raus und schieben das in die Altcoins. Und damit beginnt die Altcoin-Rallye. Nicht mehr, nicht weniger steckt dahinter und deswegen schießt eben der Bitcoin voran und die Altcoins dann im Block hinterher. Und da die Altcoins von ihrer Marktkapitalisierung deutlich kleiner sind, jeweils schießt das natürlich prozentual deutlich höher. Da gilt natürlich auch die Umkehrung. Solange der Bitcoin in seiner Rallye ist und das alles super finden, haben die Altcoins glasige Augen und gucken zu und fragen sich, warum sind wir noch nicht dabei? Und die nächste Seite zeigt mit Blick in die Vergangenheit, dass es genau so ist und wo wir aktuell stehen. Das ist ein Bitcoin-Altcoin-Year-Index von einer Webseite, auf der ich mich ab und zu rumtreibe, nämlich blockchaincenter.net. Dort gibt es interessante Informationen, unter anderem hier diesen Index. Hier sieht man abgetragen Folgendes. Das Verhältnis des Bitcoins in seiner prozentualen Performance relativ zu den Top 50 der Altcoins. Rausgenommen die Stablecoins und solche Coins, die mit echten Assets unterlegt sind. Und in dem Moment, in dem der Bitcoin von der Performance besser ist als 75% der Altcoins, geht es unter diese Linie. Mhm. Und wenn 75 dieser größer sind als von der Performance, dann geht es über diese Linie. Und hier sieht man sehr schön, im Jahr 2017 hatten wir den Bitcoin-Peak und kurze Zeit später hatten wir eine ganz klare Altcoin-Rallye. Das sieht man hier. So, das war das erste Top vom Bitcoin, das war das zweite Top vom Bitcoin. Nachdem der Bitcoin in die Konsolidierung ging, sind die Altcoins hier drüber geschossen. Sind die Altcoins drüber geschossen. Das war auf dem Weg nach oben hin zu dem 21er High, so ein Zwischenspurt, als der Bitcoin im Moment Pause gemacht hat. Das heißt, immer dann, wenn der Bitcoin ein High hatte, folgten kurz danach
Die Altcoins sind in ihrer Rallye, weil wie gesagt, das Gros der Altcoins von der Performance her besser war als der Bitcoin. Und wo stehen wir jetzt? Wir stehen hier unten. Das heißt, im Moment kümmert sich, ich formuliere es mal flapsig, kein Mensch um Altcoins. Der Bitcoin ist in seiner Performance deutlich besser als das Gros der Top 50 Altcoins. Und damit ist aktuell von der Altcoin-Rallye noch überhaupt nichts in Sicht. Heißt im Umkehrschluss, dass nach wie vor sehr viel auf dem Bitcoin liegt. Sehr viele investieren in den Bitcoin. Der Bitcoin läuft vorweg. Und in dem Moment, in dem sich das hier nach oben bewegt, in diese Richtung, dann wissen wir ganz genau, jetzt geht auch dem Bitcoin die Luft aus, weil sie wird ihm entzogen, die Liquidität wird entzogen und die geht in den Altcoin-Markt. Und dann wissen wir, dass nach DAO und Bitcoin wir die Altcoin-Rallye haben und danach könnte dann eventuell Schluss sein. Genau, hier muss man dann ja auch, wenn man natürlich hier direkt mit dabei ist, muss man diese beiden Peaks ja auch erkennen, wann man wieder rausgehen sollte. Ja, genau. Der DAO stößt an seine obere Grenze. Der Bitcoin, dem geht die Luft aus, wie mehrfach gesagt, weil die Altcoins nach oben gehen. Die Altcoins machen noch ihre Rallye, weil sie deutlich besser sind als der Bitcoin. Und irgendwann werden aber auch den Altcoins die liquiden Mittel entzogen. Und dann wissen wir ganz genau, unsere drei Blöcke sind an ihrem Ende angelangt. Und das gilt es dieser Tage, gerade in so extremen Situationen, zu beobachten, wo steht wer, um den Moment nicht zu verpassen, um im Sinne des optimierten Hodelns auf dem Weg nach unten eben nicht den ganzen Verlust nach unten mitzunehmen, sondern weitestgehend an der Seitenlinie zu stehen und zuzuschauen und voll in liquiden Mitteln zu sein. Herr Michel, wir sprechen final noch über zwei fundamentale Nachrichten oder besser gesagt Themen, die den Kryptomarkt schon eine ganze Weile beschäftigen, aber immer noch interessant sind. Es geht natürlich zum einen, da kommen auch immer wieder Fragen, um die Kryptopleite oder um die Pleite der Kryptobörse FTX. Denn hier geht es ja jetzt auch etwas voran. Aber wir sprechen natürlich auch immer wieder darüber, was den Spot Bitcoin ETF angeht. Mittlerweile kommen gefühlt immer mehr in diese Warteschlange. Es drängen immer mehr Marktteilnehmer oder Player, möchte ich sagen. Marktteilnehmer sind ja noch davon entfernt. Die große Frage ist, wer reiht sich jetzt neben BlackRock, Cathy Woods etc. pp. Ein und wie lange kann die US-Börsenaufsicht, die SEC, dem noch standhalten? Ja, der Druck auf diese Shot wird immer größer, wie Sie schon gesagt haben. Es ist mit Templeton jetzt noch ein weiterer richtig großer Vermögensverwalter hinzugekommen. Mhm. Und es werden jetzt die ETHs, Spot ETFs beantragt, es werden weitere Future auf Bitcoin und ETH beantragt. Also die Anzahl der Anträge nimmt zu und es gehen eigentlich alle davon aus, dass all das früher oder später genehmigt wird. Der springende Punkt bei der ganzen Geschichte, um das vielleicht nochmal als Idee aufzugreifen, die Frage, wie wird die SEC genehmigen? Wird sie allen gleichzeitig das Approval geben, damit sie alle gleichzeitig am Start sind, um quasi die Kapitalia einzusammeln bei ihren Kunden? Oder wird sie einen den Vorzug geben? Das ist eine ganz interessante Frage, weil mit Blick in die Vergangenheit beim Gold-ETF oder auch beim Bitcoin-Futures-ETF wurde einem zuerst die Erlaubnis erteilt und der hat dann das Gros des Marktes für sich vereinnahmt. Da war nicht mehr viel für die anderen übrig. Und da stellt sich jetzt natürlich die interessante Frage, nach welchem Muster geht die SEC jetzt vor? Und die Frage wird wahrscheinlich beantwortet durch eine andere Frage, wer hat die besten Beziehungen? Wer kennt wen am besten? Und, wer ist das Ihrer Meinung nach? BlackRock? Ja, kann durchaus sein. Also der die meiste Macht hat, das könnte durchaus BlackRock sein. Aber das ist mir am Ende des Tages egal, wie der Kuchen aufgeteilt wird. Mhm. Hauptsache, er kommt auf den Tisch. Auf den Tisch kommt jetzt auch wieder, und das merkt man auch am Markt tatsächlich, die Kryptopleite. Im November ist es ein Jahr her, dass FTX pleite gegangen ist. Und man hat ja den Chef von FTX, Sam Bankman-Fried, ich möchte jetzt sagen, auf den Bahamas, glaube ich, festgenommen.
sitzt mittlerweile und der Prozess startet jetzt im Oktober. Es wird ihm einiges vorgeworfen. Es geht um Finanzbetrug, um Geldwäsche. Und das hat aber auch Auswirkungen auf den Markt. Welche und worauf muss man sich einstellen? Wir hatten im letzten Interview ja schon einleitend gesagt, dass FTX auf einer Menge Coins sitzt. Und klar, so ein Insolvenzverwalter, der versucht natürlich für seine Kunden so viel liquide Mittel zu schaffen wie möglich, um die Verluste der Kunden auszugleichen. Es ist am Mittwoch letzter Woche dann das Urteil gefällt worden, dass er diese Coins verkaufen darf. Und ich glaube 100.000 US-Dollar, Entschuldigung, pro Woche darf er verkaufen. Ja, das wird wohl der Fall sein. Ich persönlich gehe davon aus, dass das jetzt keine großen Schäden hinterlassen wird. Klar, wenn er alles auf einmal hätte verkaufen dürfen, dann ja, Gnade Gott, aber so muss er das verteilen. Das sind 3,4 Milliarden, also da haben wir einige Wochen vor uns. Der wird natürlich auch versuchen, so clever wie möglich zu verkaufen. Er darf auch staken. Mhm. Also insofern, er wird versuchen, mit den Coins so optimal wie möglich umzugehen. Und dieses kleine Pflänzchen, was sich hier entwickelt, wie wir es beschrieben haben, nicht schon im Ansatz ausreißen und verkümmern lassen, weil je besser der Bitcoin läuft, je besser Ripple läuft, je besser Solana läuft, umso mehr Geld kann er am Ende des Tages für seine Kunden und natürlich auch für sich als Insolvenzverwalter, die verdienen ja meistens das meiste, rausholen. Das wird zu beobachten sein. Viel spannender wird mit Sicherheit der Prozessstart Anfang Oktober sein. Was erwarten Sie da? Weil Sie sagen, viel spannender wird das. Naja, das Ganze ist ja ein Politikum. Und wenn man mal guckt, wem er alles über die Jahre gespendet hat, ja, dann geht es wahrscheinlich nicht nur darum, dass der ein oder andere Kollege von FTX oder Alameda dann mit in diesen Sog gezogen wird, sondern wahrscheinlich auch einige andere, die Hose runterlassen müssen und mal sagen müssen, okay, so viel habe ich bekommen, geben die das dann auch wirklich zurück, so wie gefordert. Es wird ein Ränkespiel der politischen Beziehungen werden. Also es wird spannend, ob Gerechtigkeit da siegt. Auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass wir darüber noch mal sprechen in einem der nächsten Interviews. Ich sage Dankeschön für heute, Herr Michel. Und liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, wir hatten immer wieder Phasen, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt abwarten, wir müssen bei dem Plan bleiben etc. pp. Es stehen jetzt aber tatsächlich doch die ein oder anderen Änderungen an oder die Schwellen, die es zu durchschreiten gibt. Themen gibt es genug, nach wie vor haben wir noch nicht das Go, was heißt wir, die Marktteilnehmer, die Player, noch nicht das Go der SEC, was den Bitcoin-Spot angeht. Aber wir sind natürlich geduldig, schauen auch auf den Oktober, schauen auch auf den Prozessauftakt. Und bis dahin sage ich Dankeschön, bis zum nächsten Mal, nächste Woche Montag.